und willkommen zu einem neuen Video. Wenn ihr euch jetzt denkt, oh mein Gott, wo zum Teufel sind ihre Haare hin? Dann habt ihr ganz klar noch nicht mein letztes Video gesehen, also solltet ihr unbedingt vorbeischauen. Verlinke ich euch jetzt mal unten in der Infobox direkt als erstes Video. Und ja, ich habe mir die Haare abgeschnitten, aber mehr dazu und die ganze Geschichte auch zu der ganzen Friseur-Story in meinem letzten Video. Heute werden wir uns mit Schülerantworten auseinandersetzen. Und zwar haben einige von euch sich das gewünscht, dass wir so ein Video mal machen. Und deshalb machen wir das heute. Ich habe noch keine rausgesucht, damit ich auch wirklich eine richtige Reaktion darauf habe. Und werde jetzt einfach mal googeln. Die Seite, mit der ich hier arbeite, werde ich euch natürlich unten verlinken. Und wir kommen zum ersten. Du hast 10 Kekse. Jemand fragt dich nach 2 Keksen. Wie viele Kekse hast du noch? 10. Ja. Ich wünschte immer, ich wäre irgendwann mal so ein Schüler gewesen, der sich getraut hätte, mal so eine Antwort in den Test zu schreiben, weil es ihm egal war, was es für eine Note wird. So, fülle diese Pyramide mit den Grundbedürfnissen nach Maslow. Schnitzel, Eis, Pommes, Süßigkeiten, Pizza. Ganz nach Maslow, ja, würde ich auch sagen. Kurztest im Fach Biologie. Zeichne eine Pflanzenzelle und beschrifte die wichtigsten Merkmale. Gitter an der Tür, kein Fenster. Oh mein Gott, wie kommt man auf sowas Geiles? Oh, ich wünschte, ich wäre so kreativ. Ich glaube, wenn ich ein Lehrer wäre, würde ich tatsächlich für sowas einfach mal so, ich meine, eigentlich darf man ja dafür keine Punkte geben, aber wenn das so eine Klasse ist, die noch nicht so, also wo die Kinder noch nicht so alt sind, ist das ja jetzt noch nicht so schlimm. Ich glaube, ich würde dafür fast so einen halben Punkt oder so geben. Find X. Das ist auch richtig gut. Here it is. Benenne diese Vierecke. Ja. Bob, Sam, Teddison, Kate und Harry. Teddison finde ich ja richtig geil. Er kommt auch so einen Namen. Wenn man so mal darüber nachdenkt, sind eigentlich viele von diesen Aufgabenstellungen ziemlich undeutlich. Also ne, man kann das ein bisschen anders verstehen. Zumindest in diesem Fall jetzt hier. Wie heißt das Virus, das für AIDS verantwortlich ist? HSV. Dieser Moment, wenn man zwei völlig unterschiedliche Dinge komplett verwechselt. Der Hitlergruß, Hi Hitler. Oh mein Gott. Hohe Männerstimme, Tenor, tiefe Männerstimme, Orkan. Oh, der Arme. Der meinte doch gar nicht Orkan. Ich glaube, wenn ich so ein Lehrer wäre und ich hätte so jemanden in meiner Klasse und ich würde solche Arbeiten korrigieren, dann würde ich die ganze Zeit so mich voll verkneifen müssen, nicht zu lachen, weil die können ja nichts dafür, sind ja noch voll jung, aber die schreiben halt so witzige Sachen. Ich musste auch mal in der Schule so Tests von Jüngeren, so Vokabeltests von Jüngeren korrigieren und das war auch so süß, weil manche haben da so witzige Sachen hingeschrieben, weil die wissen es halt nicht und dann ist das wie so, also man war ja früher genauso, aber wenn man es dann halt besser weiß, dann ist es witzig, wenn man diese lustigen Antworten dann liest, wenn die so versuchen, so Wörter aus dem Deutschen abzuleiten, um auf die englische Vokabel zu kommen und das ist immer, das ist voll witzig. Schreiben Sie weiter. Weiter. Perfekt. Ey Leute, wer bei diesem Video kein einziges Mal lachen musste, der ist echt der King, ey, wirklich. Also so lustige Sachen dabei. Ich hätte wirklich nicht gedacht, als ich so überlegt habe, das Video zu drehen, habe ich wirklich nicht gedacht, dass da so richtig witzige Sachen dabei waren, weil ich habe halt auch schon viele so gesehen. Die sieht man ja immer so auf Instagram oder so oder auch auf YouTube. Und dann denke ich immer, dass ich nichts mehr finde, was so noch neu ist und immer noch witzig, aber es gibt so viele von diesen Schülerantworten. What do you like to do with your friends and family? Complete the sentence below with action words like jump, float or swim. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Oh, das ist immer noch so ungewohnt, wenn ich meine Haare so schüttel, dass die so krass mitfliegen, ne? Ich hatte noch nie kürzere Haare als irgendwie so. Und jetzt sind die einfach so mega kurz geworden. Sollten sie zwar eigentlich nicht, aber dazu mehr beim letzten Video. Deine Mutter kauft dir eine Jacke für 70 Euro und eine Hose für 90. Was ergibt das? Streit mit meinem Vater. Wer kauft auch einem kleinen Kind eine Jacke für 70 Euro und eine Hose für 90 Euro. Hallo? Voll überteuert. So voll die unrealistischen Fragen. Aber das war früher schon immer so. Da gab es immer so diese Matheaufgaben. So, jemand kauft 190 Melonen. Denkst du dir so, wer kauft 190 Melonen? Das geht doch gar nicht. Ich weiß, dass ich wahrscheinlich eine schlechte Note bekommen werde. Aber ich hoffe, diese nette, sprechende Giraffe kann sie zumindest um einen halben Punkt bereden. Plus einhalb. Oh, süß. Seht ihr, so eine Lehrerin wäre echt, glaube ich. Also ich würde so, ich würde mich nicht davor halten können, so für sowas so einen halben Punkt zu geben oder so. Löse folgende Gleichung und beeindrucke mich. Sowas habe ich auch noch nie gelesen von der Lehrerin. Es ist nicht meine Motivation, andere Menschen zu imponieren. Sehr gut, man sollte die Fragen immer kritisch betrachten. Vor allem Klasse 5a, in der 5. Klasse, kann ich mir kaum vorstellen, dass ich da schon wusste, was imponieren bedeutet. Erklären Sie anhand des Graphen, warum
es zu einer zeitlichen Verzögerung des Zusammenstoßes kommt. Er hat einfach was reingemalt. Und sie so, Alex, nein! Das hört sich so an, als würde Alex sowas öfter machen, du. Nenne mindestens 3 Beispiele für andere Religionen aus dem Christentum. Die dunkle Seite der Macht, Essen und Sex. Welche Klasse war das? Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Wie viele Stunden hat ein Tag? 24. Wie viele Minuten hat eine Stunde? 60. Wie viele Tage hat ein Jahr? 365. Ist die Zahl 6 eine gerade oder ungerade Zahl? Gerade. Woher weißt du, ob sie gerade oder ungerade ist? Weil ich ziemlich clever bin. Falls ihr einen zweiten Teil von diesem Video möchtet, schickt mir mal diesen Bücher-Emoji in die Kommentare, so als Sinnbild für die Schule. Und dann finde ich bestimmt auch noch ein paar andere witzige Schülerantworten. Ich würde mich super aber dann noch umfreuen, falls ihr wenigstens einmal lachen musstet oder schmunzeln. Gebt zu, das musstet ihr. Und ihr könnt auch gerne bei meinen Social-Media-Seiten vorbeischauen. Findet ihr mal hier unten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!